Hallo zusammen. In diesem Video werden wir lernen, wie man für ein Mädchen mit langen Haaren einen Ballettknoten macht. Zunächst einmal muss das Haar nass sein. Das würde zum Beispiel nach dem Bahn gut passen. Jetzt solltet ihr das Haar bürsten oder kämmen. Wir benutzen einen Kamm. Achtet nur darauf, dass keine Knoten im Haar sind. Es sollte glatt sein. Etwas mehr kämmen, bis das Haar fertig ist. Jetzt benutzen wir einen Haargummi. Ein Gummiband, Bobbypins oder Haarnadeln. Ihr entscheidet, welche und wie viele. Jetzt kämmen wir nur noch ein bisschen durch. Als nächstes müssen eure Haare schön und langsam zusammengebunden werden, bis sie vollständig zusammen sind. Dies kann einige Minuten dauern, je nach Haarstruktur. Wenn das Haar an der Krone des Kopfes ist, also etwa in der Mitte des Kopfes, müsst ihr es mit einem Haargummi oder Pferdeschwanzhalter fixieren. Unebenheiten könnt ihr natürlich mit einem Kamm ausbessern. Haltet es fest und verwendet nun einen Haargummi. Achtet darauf, dass es das Haar wirklich hält. Jetzt werden wir das Gummiband befestigen. Dann das Haar gleichmäßig verteilen. Jetzt nehmen wir für einen besseren Halt noch ein weiteres Haargummi. Benutzt es als Anker und nehmt dann Haarsträhnen. Jede Strähne wird um den Haargummi gewickelt und macht dann dasselbe mit all den restlichen Haaren. Einfach einwickeln, bis es perfekt ist. Nehmt noch mehr Haarsträhnen, um das Ganze zu ergänzen. Steckt es hinein, damit es hält. Jetzt könnt ihr einige Haarnadeln oder Bobbypins nehmen, je nachdem, was ihr gerne möchtet, um das Haar zu fixieren. Befestigt sie dann. Achtet darauf, dass es nicht wehtut. Steckt es dann vorsichtig in das Haar, damit es fest sitzt. Und auch auf der anderen Seite des Kopfes. Wir werden noch ein paar Haarnadeln benutzen, damit es besser hält.
sammelt nur noch ein paar lose Haarsträhnen mit den Haarspangen, auch auf der anderen Seite. Und noch hier. Ja, perfekt.